Willkommen zurück, ihr lieben Freunde meines Kanals, hier zu Dead Space Remake. Wir haben alle Keucher infiziert und müssen es jetzt nur noch ganz nebenbei mit dem Leviathan aufnehmen, natürlich. Nichts leichter als das. So, wofür müssen wir dafür jetzt überhaupt hin? Genau, Zugang zum Lebensmittelbereich. Thermodynamische Reinigungsgeräte defekt. Halten Sie Abstand zu den Filtrationsrohren. Lageranbau. Ich glaube, hier war ich schon drin gewesen, oder? Ja, genau. Hier war einer von den Keuchern. Okay, dann. Ja, Lebensmittelbereich. Der ruft jetzt nach mir und will, dass ich mich um ihn kümmere, beziehungsweise mich um den Leviathan dort kümmere. Dieses Riesenvieh, was uns nun schon mehrfach seine Ranken entgegengehauen hat. Ich muss jetzt hier nochmal durch. Warnung. Thermodynamische Reinigungsgeräte defekt. Halten Sie Abstand zu den Filtrationsrohren. Okay, dann muss ich anscheinend hier nochmal hoch. Aber hier war ich doch eben. Oder hätte ich nur einfach nicht die Tür... Bin ich einfach nur falsch gelaufen oder so. Ich habe das Gefühl, ich muss gerade wieder dahin, wo ich schon war. Schwerelosigkeit aktiviert. So, als wäre ich einfach nur falsch. Immerhin noch einen Bronze-Halbleiter gefunden. Ein bisschen Munition noch für die Impuls. Ich bin Etage 3 und muss jetzt zur Etage 1. Ich bin gerade ziemlich verwirrt. Ich habe schon den Kommentar bekommen, dass ich mal die Karte wieder auf diese Standardanzeige zurückstellen soll. Ich finde das mit der Karte eigentlich praktischer, weil ich da halt damit schneller die Räume sehe, die ich eigentlich auch noch besuchen kann, weil ich halt einen besseren Überblick habe. Aber gerade ist das super verwirrend. Wollte ich gar nicht dagegen schießen. Oder muss ich da unten hin? Wartet mal. Guck mal, da ist doch noch so ein Ding da unten. Natürlich, es sieht mich natürlich sofort. Und ballert dann auch sofort auf mich. Oder bin ich jetzt hier richtig sogar?
Ja, es ist hier alles ein bisschen verwirrend. Also ich gucke mir das jetzt hier alles mal in Ruhe an. Ich meine, vielleicht finde ich ja hier noch was, das mich weiterbringt. Aktuell sieht es ja nicht danach aus. Aber ich gebe nicht auf. Ich gucke mir hier alles an. So, ich lande hier mal. Genau, hier war ich auch eben schon drin. Genau, da kann ich jetzt ein bisschen rumschweben. Das hilft mir aber alles nicht weiter. Das sieht gut aus. Also ich glaube, hier bin ich sogar richtig. Ich glaube, ich soll sogar hier sein. Also, so verrückt wie das klingen mag, bin ich der Überzeugung, dass ich hier sein soll. Auch wenn sich hier nichts irgendwie richtig anfühlt. Und ich gefühlt auch nichts sehe hier. Okay, ich glaube, ich habe es geschafft. Schwerelosigkeit deaktiviert. Wie gesagt, entweder bin ich im Kreis gelaufen oder habe ich, zumindest noch zwei Items geholt. Also wenn, hat es auf jeden Fall ein bisschen was gebracht. Nö, ja, sieht ja eigentlich alles soweit richtig aus. Boah, mach ich hier nochmal so viele Sachen vergessen. Na, wie ist es da so? Nicht den Kopf zwischen die Beine stecken. Ja, immer wenn man kann, abspeichern. Auch wenn es nur ein paar Sekunden sind. So. Ah ja, Energiekanone, die Energie dafür. Und ich habe genau einen Halbleiter. Weg damit. Hab einen Knoten.
Oh, hier wird gebrüllt. Oh, hier wird gebrüllt, Leute. Schnellste Hydrosteuerung. Schädellosigkeit deaktiviert. Boah, fick dich! So. Boah, hier splattert das Blut, Leute. So, hier die Ernährungssysteme. Nee, ich muss in den Fahrstuhl rein. Okay, ab nach unten. Sicherheitsanfrage abgerufen. Sicherheitsdienst, hier spricht Dr. Cross aus der Hydrostation. Irgendwas hat die Hülle beim Lebensmittellager getroffen. Vielleicht ein Asteroid. Es gibt Verletzte durch die Dekompression. Wir brauchen Sanitäter und Ordnungskräfte. Sofort. Oh mein Gott. Was in aller Welt ist das? Alle raus aus dem Lebensmittellager. Es lebt. Wie kann es leben? Yes, das ist dann wohl der Leviathan. So, welche Items hier noch? Da ist ein Store. Ich meine, ich hatte hier schon sehr umfangreich gekämpft. Deswegen... So. Da hinten lang. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh nein, die Säuretüren wieder. Okay, geschafft. Okay, das ist mal krasses Backtracking jetzt. Keine Ahnung, ob ich das auch hätte jetzt irgendwie anders machen können, anders laufen können. Ich habe keine Ahnung. Ich überlege, ob ich hier noch irgendwas kaufe. Komm, ich baller noch ein bisschen in Strahlmunition. Einfach weil ich ein Fan von Strahlmunition bin. So, jetzt habe ich ein bisschen aufgeladen.
Genau, und da geht's zum Lebensmittellager, zum Leviathan, Leute. Okay, das wird jetzt richtig spannend. Ich mache ein ganz kurzes Päuschen, bin aber sofort wieder für euch da. Und dann, ja, schnappen wir uns diesen Mistkerl und sorgen endlich dafür, dass wir hier wieder ordentliche Luft zu atmen kriegen. Was auch immer hier auf uns wartet. Schleudere den Leviathan in den Weltraum. Kontamination im Lebensmittellager registriert. Schleuse geöffnet. Mist! Die Schleuse ist offen, aber der Leviathan ist zu stark. Er hat sich im Lebensmittellager festgekrallt. Wir brauchen mehr Enzym. Wir haben keine Zeit. Ich gehe rein. Vielleicht kann ich ihn losschneiden. Der Leviathan hat eine Masse von 10 Kilotonnen. Muss ich Ihnen noch sagen, dass das eine schlechte Idee ist? Tja, ich habe keine guten Ideen mehr. Was bleibt wohl noch? Na dann, schleudere den Leviathan in den Weltraum. Schwerelosigkeit aktiviert. Ach du Scheiße! Boah, toll, das Ding schlägt mich. Kann man diesen Dingern entkommen? Oh, fuck it, ey. Oh, das war ein guter Treffer. Oh, Scheiße. Oh, fuck. Ja, okay. Ah, okay, da hinten wäre noch... Okay, da hinten wäre sogar noch ein Item gewesen. Okay, gut. Okay. Ich glaube... Ich weiß, wie wir ein bisschen besser in dem Kampf sein können. Schwerelosigkeit aktiviert. Okay, das... Okay, das war zu einfach. Oh, echt einiges noch an Stuff hier einzusammeln. Ich sollte hier erstmal so eine Itemrunde drehen. Thank you.
Okay, also ich muss halt echt versuchen. Ja, irgendwie nicht so oft getroffen zu werden. Okay, ich würde sagen, die Granaten hauen wir dann eigentlich eher in seinen scheiß Maul rein. Sobald er sein Maul öffnet. Die Idee ist gut, aber ich muss halt viel besser die erste Phase spielen mit viel mehr Munition. Also ich habe viel zu wenig Munition für die ganzen Phasen. Nee, also ich muss dringend gucken, dass wir hier so ein bisschen mehr ein bisschen mehr Munition in die Kiste reinkriegen. Schwerelosigkeit aktiviert. Kann ich das Ding hier hinten eigentlich so erwischen, oder bin ich hier hinten safe? Ne, hier hinten kannst du mich erwischen, okay. Oh, man braucht viel zu viel Munition. Boah, Leute, ey. Krass. Ja, der Anfang. Der Anfang. Der Anfang ist das... Also ich muss wirklich die ganzen Items einsammeln. Ich muss sehr gut den Tentakeln ausweichen. Muss dabei sehr gut versuchen...
Ja, bei Munition zu bleiben. Schwerelosigkeit aktiviert. Okay, ich kann eine Menge ja schon so einsammeln. Danke für Credits. Brauch keine Credits. Brauch Munition. Munition und Medipacks. Aber ich kann, wie gesagt, zum Glück das meiste schon vorher ranholen. Warum gibt mir das Spiel Sauerstoff? Ich habe eine ganz blöde Vorahnung. Okay, einige Medipacks habe ich jetzt geholt. Okay. Okay, man muss diesen Dingern ausweichen. Man kann sie nicht irgendwie zerschießen oder so. Okay, jetzt kommt halt so eine Alles-Phase. Okay, Leute, wir haben es geschafft. Oh, wir haben es geschafft. Du hast die Köpfe des Leviathan zerschlagen und ihn zum Fraß gegeben, dem wilden Getier. Danke, Isaac. Kommen Sie wieder rein. Wir sollten reden. Will ich die Munition haben? Da ist Munition. Okay, da ist doch keine Munition anscheinend.
Okay, Leviathan besiegt. Okay, das war jetzt ein cooler Kampf. War so die letzte Phase, wo er einfach nochmal alles entgegengeworfen hat. Wirklich jede einzelne Mechanik einfach nochmal. Schwerelosigkeit deaktiviert. Die Luftqualität steigt. Aber hier und da gibt es noch Gasblasen. Hier und da geht in Ordnung. Hören Sie, Jacob, mein Jacob. Zuletzt war er auf dem Abbaudeck mit den anderen Überlebenden. Er sagte, sie bauen dort einen SOS-Sender. Ist er fertig? Er ist wohl fast fertig. Ich habe aber nichts mehr von ihm gehört. Schon länger nicht. Ich kann jetzt noch nicht weg. Ich muss sicherstellen, dass die Luft ungefährlich ist. Aber wenn Sie diesen SOS-Sender finden, rufen Sie Hilfe. Mach ich. Abbaudeck. Okay, verstanden. Und wenn ich Jacob treffe? Sagen Sie ihm, ich finde ihn. Ich will ihn nur wiedersehen. Ein SOS-Sender. Jemand hat alle anderen über Bord geworfen. Isaac, es gibt eine Abkürzung zum Abbaudeck in der Nähe von Cross Arbeitsplatz. Ich werde sie öffnen. Donnerwetter, wir könnten tatsächlich aus diesem Albtraum entkommen. Na, immerhin. So, Kapitel 6 durchgespielt, Kapitel 7 ins Leere. Wird ja auch von den Kapitelnamen nicht gerade ermutigender. Immerhin ein bisschen Munition habe ich noch. So, Store. Habe ich eigentlich jetzt irgendwas bekommen, dafür, dass ich den Leviathan zerboxt habe? Irgendwelche Credits? Nee, ne? Wow. Leviathan zerboxt. Gefühlt nichts bekommen. Ah, egal, abspeichern. Erstmal abspeichern. Ey, wir können nochmal gucken, ob da nochmal... Ich glaube, wir kommen nicht nochmal rein in den Raum, oder? Ob da nicht noch irgendwie so eine krasse Halbleiter... Also ich schaue nochmal nach, weil ich meine, vielleicht gibt es ja irgendwas für diesen Kampf. Nee, die Tür ist jetzt verschlossen. Da kommen wir nicht nochmal rein. Ist auch abgeriegelt. Gut, Abbaudeck. Da müssen wir als nächstes hin. Weil es natürlich auch nie aufhören darf hier. Sicherheitsstufe kann nicht ermittelt werden. Master Sicherheitsüberbrückung erforderlich. Naja, hier gibt es nochmal ein paar Credits immerhin und ein bisschen Munition. So. They are coming. They are coming. Sie kommen. Flieht, ihr Narren. Aufgehoben. Achso, hier befinde ich mich gerade. Gehe zum Abbaudeck. Ach so, da war ich gerade. Hä? Ah ja, Abbaubetrieb, da muss ich rein. Genau, hier bin ich richtig. Im Abbaudeck spielen die Systeme verrückt. Toll, ich sehe mir die Aufzüge an. Hast du eine Idee, wo sich Temple Sender befindet? Ich prüfe den Abbaukontrollraum. Über die Abschussrohre könnte man einen Sender abschicken. Ist da jemand? Hammond? Wo bist du? Im Lüftungsschacht. Hoffentlich hören sie mich nicht. Diese Dinger sind überall.
Nein, die Unitologen. Sie sind auf dem Besatzungsdeck. Die sind irre. Einer hat ihrem Freund ein Messer in den Kopf gerammt und er hat nur gelächelt. Sie gehen irgendwo hin. Hammond! Scheiße. Sein Signal ist weg. Wir müssen den Sender finden, Isaac. Und zwar schnell. Naja, muss hier ja alles immer schnell gehen, ne? Also... Bis jetzt hat noch niemand zu mir gesagt... Oh Gott! Jetzt hat noch nie jemand zu mir gesagt, oh mein Gott. Nein, hat noch nie jemand gesagt. Wow, da ist was in deiner Nähe. Ein versiegelter Raum. Eine Art selbstgebastelte Sicherheitsabriegelung. Die Arbeiter haben die Geräte weggeschlossen. Mist, die hätte ich gut gebrauchen können. Das kannst du vielleicht noch, wenn wir die richtigen Rig-Codes finden. Ich komme nicht mit dem Rig des Captains rein? Nein, die Abregelung ist selbst gebaut. Aber mit den Codes des Captains kann ich eine Überbrückung erstellen. Du hast doch schon ein Führungsoffiziers-Rig gefunden. Noch ein paar davon und wir können loslegen. Sicherheitsstufe okay, die Überbrückung ist fertig. Finde die Rig, lade die Codes in eine Brückenkonsole und du bekommst eine Master-Sicherheitsüberbrückung. Ja, mega. So, da ist der Rig-Raum. Im Rig-Round kann man Rig-Rollen. So, einen Knoten habe ich gefunden. Ein Store. Sicherheitsfreigabe der Stufe 3 erforderlich. Ja, Stufe 3, das braucht noch ein bisschen. Fuck this ship. It's a shitty capitalist organization. Okay, ja, fuck this ship. It's a shitty capitalist organization. Ja, schöne Kapitalismuskritik, sehr gut. Meine ich immer nur Horror. So. Aber. So, da geht's zum Abbaubetrieb, Aufzug. Ja, nee, wir gucken uns hier noch schön um, weil. Ein paar Ripper-Klingen. Noch mehr Credits. Ah ja, und eine Bank. Dürfte nämlich zwei Knoten haben, genau. Also Anzug habe ich ja eigentlich alles geupdatet. Zumindest das, was ich bisher hatte. Plasma-Cutter habe ich ja auch schon ein bisschen durchgeaddet. Aber können wir jetzt hier mal, zack, das Special freischalten, genau. Und genau, dann habe ich ja noch die Laserkanone. Da können wir auch noch die Kapazität erhöhen. Weiß nicht, ob das gut ist. Ist mir auch egal. Wir kommen ja durchs Spiel. Ich muss das hier nicht perfekt spielen. So. Ah ja, hier ist ein Speicher. Hier der Aufzug. Merkwürdig. Zwei der Abbauunterdecks sind gesperrt, obwohl alle Systeme laufen. Ich sehe mir das mal an. Okay. Waha. Das war ein massiver Aufzug.
schnelle Energiezuführung. Bitte warten. Alter, wie siehst du denn aus, Junge? Natürlich, kurze Kämpfe und dann geht's direkt weiter, oder was? Als wäre nichts gewesen. Boah, was für ein Schlachtfeld hier, richtig Hackfleisch hinterlassen. Beware traps ahead. Ja, klingt doch nicht besonders freundlich. Humans stay out. Das ist ja nicht schlecht. So ein Laser. Ja, wie schon gesagt, nicht schlecht, so ein Laser. Was ist deine Ausrede? Okay, hier komme ich noch nicht hin. Die andere Tür erstmal nehmen. Okay. Ja, ganz schön dunkel hier wieder, ne? Und diese ganzen Laserspielchen. Aber cool auch. So. Wieso bist du eigentlich so angezogen, wie du angezogen bist? Was ist hier das für ein Raum? Ach so, eine Abbauanlage. Okay, Leute, hier scheint es ja mal für eine Sekunde sicher zu sein. Deswegen lasst uns hier ein kleines Päuschen einlegen. Sehen uns wieder in der nächsten Runde hier bei Dead Space Remake. Ja, es hört einfach nicht auf. Es gibt immer wieder etwas anderes zu tun. Wir haben den Leviathan. Den haben wir aus dem Schiff herausgeschmissen und jetzt geht's direkt weiter. Keine Zeit zum Durchatmen für Isaac Clarke. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr auch. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich wie immer auf eure Kommentare und euer Feedback. Haut rein und gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal. BB, euer Hyuga.